Der Sommer 2022 wird in Turnau nicht langweilig. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause findet am 9. und 10. Juli der Markttag 2.0 statt. Bei einer Pressekonferenz betont der Bürgermeister das großartige Engagement der einzelnen Vereine und Organisationen, die mit zahlreichen Vorführungen ein vielfältiges und buntes Rahmenprogramm auf die Beine stellen werden. Schauübungen der Einsatzorganisationen, ein E-Kinder-Trail-Rennen und ein Oldtimer-Korso sind nur ein paar genannte Attraktionen. Musikalisch sorgen Lucy und der Wolf, die Oberkrainer Allstars und der Musikverein Turnau für gute Unterhaltung. Aus der Corona-Not heraus wurde der Kulturnauer Sommer geboren. Er ist aber gekommen, um zu bleiben. Und wir werden ein tolles Konzert mit unserer Musikverein, mit unserem Musikverein, mit unserer Blaskapelle am Hauptplatz haben. Und der zweite Veranstaltung ist auch das Jazz-Ensemble Friends of Jazz wird Ende des Monats, Ende Juli, ein tolles Konzert im Lokal hereinspaziert veranstalten. Nicht nur bei Veranstaltungen geht man in die Offensive. Im Tourismus wird man ab sofort eine noch stärkere Eigeninitiative an den Tag legen. Es gibt ja jetzt seit vorigem Jahr im Oktober den neuen Tourismusregionalverband Hochsteiermark. Der befindet sich noch in einer Findungsphase und für uns ist wichtig, dass das Thema Tourismus, das spielt ja eine wichtige Rolle bei uns in der Marktgemeinde Turnau, nicht auf der Strecke bleibt. Und daher haben wir gesagt, müssen wir jetzt als Gemeinde noch stärker als bisher in die Offensive gehen. Es gibt da mehrere Dinge. Wir haben einen eigenen Tourismusbeirat ins Leben gerufen. Wir bewerben sehr stark die Marke Turnau, das Tor zum Hochschwab. Es wird im Sommer ein Turnauer Tourismusmagazin geben und wir haben vor allem mit Brigitte Fladl nun eine neue ehrenamtliche Tourismusbeauftragte in der Marktgemeinde Turnau. Und Brigitte Fladl soll als leidenschaftliche Turnauerin die Schönheit der Region nach außen tragen. Das war eigentlich überhaupt nicht schwer zu entscheiden. Wenn man das mit Herzblut tut, dann vermittelt man das gerne jeglichen Gästen oder Freunden oder Bekannten. Es muss ja gar nicht von weit her sein, es reicht ja auch, Freunde, Bekannte aus der Umgebung einfach mitzunehmen und die Berge näher zu bringen oder unsere schöne Gegend hier. Das Ziel der Tourismusoffensive soll laut den Verantwortlichen sein, dass Turnau in Zukunft als das Tor zum Hochschwab wahrgenommen wird.